Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Reaction. Es ist mal wieder soweit. Wir sind mal wieder bei WiG, warum Videospiele immer schlechter werden. Real Talk. Wir haben uns ja vor kurzem ein Video angeschaut, wie Kinderserien früher und heute. Und jetzt habe ich einfach Bock, das hier noch anzuschauen, wie es über die Videospiele geht. Ja, da habe ich tatsächlich mit den Videospielen von früher nicht so viel zu tun. Ich sage so, mein Einstieg war so Mario Kart DS, Super Mario Bros. Für DS, also Nintendo DS war so mein Einstieg ins Gaming. Ja, starten wir mal rein. Nein, jetzt kommt wieder dieser Millennial mit seinen früher war alles besser Videos. Neulich habe ich darüber gesprochen, dass ich davon überzeugt wäre, Kinderserien früher waren Genau, einfach besser das als Video haben heute wir irgendwie. geguckt. Aber wie schaut es mit Videospielen aus? Oder noch allgemeiner, der Videospielindustrie. Wenn ich an Videospiele früher denke, sehe ich automatisch Mario 64. Ein Klassiker, ein Meisterwerk, Nostalgie pur. Also das Spiel war tatsächlich noch vor meiner Zeit. Für mich wäre das jetzt zum Beispiel Mario Kart DS. Das war ist krank oder Super Mario Bros. Na, die ersten für Nintendo DS. Ja. Und wenn ich an moderne Videospiele denke, sehe ich Cyberpunk. Viele Glitches, viele Bugs und sehr viele Statements von Spieleentwicklern, beziehungsweise Entschuldigungen. Hör doch endlich auf zu verallgemeinern, du Millennial! Es gibt heutzutage auch gute Spiele! Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, es gäbe nur Kackspiele. Könnt ihr euch noch an das allererste Videospiel erinnern, was ihr gespielt habt? Falls ja, schreibt's mal unten. Mein erstes Videospiel, was ich jemals in meinem Leben gezockt habe, war für den Nintendo DS Madagaskar. Und ich habe die Box, habe ich die da? Wartet mal kurz. Ich habe die Box nicht mehr da. Das war ein Madagaskar-Spiel, also die Pinguine aus Madagaskar für Nintendo DS. Aber ich glaube, das hieß einfach nur Madagaskar. in die Kommentare. Und was verschafft euch so richtig krasse Nostalgie? Mein Alle. Richtig krasse Nostalgie ist aber dann Mario Kart DS. Weil das haben wir damals auch so im Multiplayer gezockt schon. Mit unseren DS saßen wir da auf dem Bett zu dritt, zu viert und haben dann da Mario Kart DS gezockt. Oder Mario Bros. Das waren geile Spiele. Erstes Videospiel überhaupt war Super Mario Bros. Für die NES. Das habe ich damals noch in Kasachstan gespielt, bevor wir nach Deutschland gezogen sind. Mit anderen Worten, mein erstes Game war einfach 2D. Und das Meins ist auch. gewissermaßen ein Privileg. Ich werde euch jetzt erklären, warum. Irgendwann bin ich nach Deutschland gezogen. Meine Eltern kauften mir eine Nintendo 64 und Mario 64. Ach, Leute, Werbung ist doch der Müll. Vielleicht doch irgendwann mal so einen Blogger anmachen für die Reactions. Tatsächlich kann ich mich noch daran erinnern, wie krass ich das fand. Das Spiel war 3D. Man konnte in alle Richtungen laufen. Wow, nice graphics. Und wie gesagt, ich kannte so etwas. Also 3D war Madagaskar tatsächlich auch. Nee, war es nicht, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Madagaskar 3D war. Glaube nicht. Meine ersten 3D-Spiele waren dann diese Lego-Spiele. Lego Chima, Lego Star Wars, die komplette Saga und halt Mario Kart DS. Aber bei Madagaskar bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das 3D war. Ja nicht. Ich wusste ja nicht mal, dass so etwas möglich Aber ist. ich glaube nicht. Kasachstan war ein bisschen hinterher, kam gerade frisch aus der sowjetischen Zeit. Diese Konsole hier war meine große Liebe als Kind. Das klingt ein bisschen nerdiger, als es gemeint ist. Man muss aber dazu erwähnen, dass Spielerkonsolen damals ziemlich limitiert waren von ihrer Hardware her. Deswegen sind viele Spiele von damals grafisch nicht sonderlich gut gealtert. Es sieht alles Hoppala. so blocky aus, eckig, wenig Polygone. Ihr wisst, was ich meine. Spieleentwickler hatten oftmals mit diesen Limitationen zu kämpfen, aber was erstmal wie ein Fluch klingt, war oftmals ein Segen. Und viele werden sich jetzt fragen, was labert der da? Limitation breeds innovation. Aber was genau bedeutet das? Nehmen doch mal Kunstunterricht als Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr habt Kunst und in dem Raum sind nur drei Personen. Eure Kunstlehrerin, ihr als Schüler und ein anderer Mitschüler. Du und der andere Schüler müsst etwas zeichnen. Was genau, steht euch komplett frei. Aber der andere erhält hierfür die unterschiedlichsten Buntstifte und Füller und eigentlich alles, was er möchte. Und das Einzige, was du hingegen benutzen darfst, ist ein Bleistift. Das war's. Einige werden jetzt sagen, oh Mann, der andere hat ja viel mehr Möglichkeiten und das mag sein, aber bedeutet viel mehr Möglichkeiten automatisch mehr Kreativität? Der Mitschüler fängt direkt an zu zeichnen, switcht immer zwischen den Buntstiften und hat am Ende diese, ja,
Okay-Zeichnung. Du hingegen musst dir jetzt Gedanken darüber machen, wie du jetzt das Beste aus diesem Bleistift rausholst. Mal zeichnest du etwas dünner, mal etwas dicker und realisierst, boah, ich kann damit doch eigentlich gut schattieren. Und am Ende hast du einfach etwas viel Eindrucksvolleres gezeichnet. Und so war es damals auch mit Videospielen. Spieleentwickler haben oft darüber berichtet, dass diese Limitationen ihnen irgendwie halfen, kreativer und innovativer zu sein. Schaut euch zum Beispiel die allererste Nintendo an, das Nintendo Entertainment System. Diese Konsole hat im Chip einfach nur 5 Audiokanäle, das ist praktisch gar nichts. Das eine ist für Rechteckwellen, das andere für Basslines. Dann gibt's noch eins für Noise, unter anderem für Drums. So wenig Möglichkeiten und doch so gigantische Banger, wie zum Beispiel das hier. Ich liebe den Ninja Gaiden Soundtrack. Kleines Ratespielchen, wie groß ist das Spiel Super Mario 64? 8 Megabyte, 12 Megabyte, 32 Megabyte oder 64 Megabyte? Was glaubt ihr? Die Antwort ist 8 Megabyte. Kein Scheiß. Überleg mal, dieses Meisterwerk ist 8 Megabyte groß. 8 Megabyte ist doch diese Zeichnung von Pyra aus Xenoblade Chronicles 2. Was? Das war nur für die Recherche, okay? Da ist überall Rasen und es sieht für die damalige Zeit doch eigentlich ganz okay aus. Aber jetzt gebt euch mal, wie die Grastextur wirklich aussieht. Das ist sie. Die Auflösung ist gerade mal 32x32. So schaut es übrigens in groß aus. Nintendo hat es einfach geschafft, aus dem wenigsten das meiste rauszuholen. Ich glaube nicht mal, dass sie wirklich das meiste rausgeholt haben. Geil. Spiele wie Conker's Bad Fury Day für die N64 nochmal viel, viel krasser aussehen. Aber das Game ist auch 64 Megabyte groß. Oh shit! Heutzutage kann die Grafik natürlich viel realistischer aussehen, aber das heißt nicht unbedingt, dass der Inhalt gut sein muss. Das ist außerdem richtig. Außerdem kann auch etwas hässlich aussehen, trotz guter Grafik. Weil mit dem Artstyle etwas nicht stimmt. Apropos Grafik, die wird natürlich nach wie vor immer besser, aber sehr schleichend. Damals war das richtig sprunghaft. Am Anfang der 2000er erschien irgendwann Super Mario Sunshine. Das habe ich auch, also kann ich jetzt auch aus meiner Erfahrung quatschen, von meinem Landwirtschaftssimulator abstürzen und immer noch. Das war ja krass. Also 2013er war ja grafisch im Vergleich jetzt noch schlecht. Dann mit dem 15er kam übelster Sprung. Auch zum 9er und so weiter. Also 9, der 9er und dann zum 13er, das waren ja riesige Sprünge. Und vom 13er zum 15er war auch ein riesiger Sprung. Aber ab dem 15er waren die Sprünge immer kleiner. Na? Also, das ist so das beste Beispiel, wo man es, glaube ich, am besten sieht. Die GameCube. Und es sah natürlich viel besser aus als Mario 64. Alles war nicht mehr so eckig wie bei N64-Spielen. Es hatte viel mehr Polygone, beziehungsweise viel mehr Triangles. Mit anderen Worten, alles war irgendwie abgerundeter. Es sah einfach richtig aus. Die grafische Entwicklung bei PC-Games war natürlich noch viel sprunghafter. Schaut euch zum Beispiel Mafia an. Das Spiel kam 2002 raus, vor 21 Jahren, und sieht einfach so aus. Wie das Profilbild von Skrulls fällt mir gerade auf. Skrulls ist ein Mafia-NPC. Heutzutage wird man das wahrscheinlich nicht verstehen, aber damals hat man das gesehen und dachte sich, boah, noch realistischer kann ein Videospiel nicht aussehen. Doch 2 Jahre später, im Jahre 2004, erschien Half-Life 2 und ich war schon wieder schockiert darüber, wie gut ein Videospiel aussehen kann. Ich kam nicht klar. Und 2007 erschien Crysis. Und das ist so ein Game, das sieht heutzutage noch richtig gut aus. Es ist super schwer zu glauben, dass dieses Spiel 2007 rauskam. Guckt euch das an. Grafische Entwicklungen in Videospielen werden nie wieder so sprunghaft sein. Das war damals wirklich, oh mein Gott, wie krass sieht das aus? Oh mein Gott, das ist richtig. Oh mein Gott. Natürlich, Grafik ist nicht alles. Und Spiele müssen vor allen Dingen gut laufen. Vor allem damals. Überleg mal, die damaligen Spielekonsolen, die hatten kein Internet. Deswegen gab es kein, ja, das patchen wir einfach nach, seitens der Spieleentwickler. Das ging nicht. Deswegen mussten Entwicklerstudios besonders drauf gucken, dass sie wirklich funktionierende Videospiele rausbringen. Mit möglichst wenig Bugs und Glitches. Weil das war dann in den meisten Fällen einfach nur mal das finale Produkt. Damals gab es ein Spiel, das hieß Digimon World für die PlayStation 1. Und die europäische Version des Spiels hatte einen ganz schlimmen Bug. Es ist nämlich so, dass du in Ogremons Festung rein musst, um in der Story weiterzukommen. Agumon steht davor und nachdem du mit ihm gesprochen hast, lässt er dich vorbei. Das ist normal. Aber in der europäischen Version des Spiels gibt es ein Problem mit Agumons Dialog und deswegen kommst du da nicht vorbei. Also der lässt dich da nicht vorbei. Mit anderen Worten, auf normalem Wege konntest du hierzulande das Game einfach nicht durchspielen. Schon krass so, eigentlich. Schon krass. Andere sind wiederum eine Bereicherung. Wie zum Beispiel der BLJ in Mario 64. Wäre das Game heutzutage rausgekommen,
hätte man es nach einem Tag wieder rausgepatcht. Heutzutage kannst du alles rauspatchen. Aber hat es denn wirklich nur Vorteile? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, als wäre das eine der Gründe, warum wir immer häufiger mit unfertigen Spielen zu kämpfen haben. Und danach kommen immer diese obligatorischen Statements. Ah, das. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, dass die Leute diese Chance haben oder die Entwickler diese Möglichkeit haben, Sachen rauszupatchen, dann scheißen die das Spiel einfach raus, wenn es spielbar ist, und sagen dann, ja, das patchen wir nach und nach raus, aber dann bei vielen Spielen merkst du dann, da kommt kein Patch oder der Patch kommt irgendwann erst und es wird aber nicht besser. Notruf. Tut uns leid, wir haben eure und unsere eigenen Ansprüche nicht erfüllt, bla bla bla. Und einige Entwickler gehen sogar so weit, dass sie Spieleinhalte aus ihren fertigen Games rausnehmen, um sie dann später als DLC zu verkaufen. Es ist so gierig. Notruf. Bedeutet natürlich nicht, dass jedes DLC so ist. Aber wenn, dann fällt's auf. Gier war aber auch schon früher ein Thema, vor allem bei diesen ganzen Free-MMORPGs, die in Wirklichkeit Pay-to-Win bis zum Geht nicht mehr waren. S4 League, auch wenn das jetzt kein MMO ist, war in der Hinsicht besonders krass. Wie, du hast keine 20 Euro Paysafe für ein Blitzschwert ausgegeben? Ja, dann bist du halt einfach schlecht. Das ist zum Glück eine Sache, die heutzutage nicht mehr so einfach toleriert wird. In Fortnite beispielsweise zahlst du lediglich für Cosmetics. Und das ist auch gut so. Außerdem gab es damals noch ganz andere Probleme, wie beispielsweise der Videogame-Crash in den 80ern. Die schlimmste Zeit für Videospiele. Konsolen floppten bis zum Geht nicht mehr. Studios gingen bankrott und es wurden so viele hingeschissene Spiele entwickelt, die qualitativ einfach super schlecht waren. Ich sage nur E.T. Zum Glück hat sich die Videospielindustrie davon erholt, jedoch habe ich eine kleine Befürchtung. Es wirkt nämlich ein bisschen so, als würden wir wieder einmal so etwas ansteuern. Erst einmal die ganzen unfertigen Spiele, die ich vorhin erwähnt habe. Dann häufen sich noch die Skandale über schlechte Bedingungen in Entwicklerstudios. Mobile Gaming sieht auch nicht so gut aus. Versteht mich nicht falsch, es gibt natürlich richtig geile Handy-Games, aber seien wir ehrlich, das meiste ist trotzdem Trash. Dann haben wir noch Hardware-Issues, wie beispielsweise den Chipmangel, worunter die PlayStation 5 immer noch leidet. Über Innovation und Kreativität in AAA-Games wird sich auch immer häufiger beklagt. Am schwierigsten finde ich wirklich den Boom dieser Pack-Openings. Ich meine, es gibt Menschen, die kaufen sich FIFA nicht um FIFA zu spielen, sondern wirklich nur für diese Glücksspielkacke. Vor allem, was Battlefront 2 versucht hat, sich zu erlauben mit diesen Pay-to-Win-Lootboxen. Ich glaube, darüber müssen wir nicht mal reden. Ich meine, natürlich sind Entwicklerstudios. Aber die habe ich tatsächlich nie genutzt. Ist ja auch ein wirtschaftliches Business. Aber ich finde, die Gier ist einfach too much geworden und sorgt unter anderem dafür, dass das Vertrauen bei uns immer weniger wird. Viele denken jetzt schon, warum sollte ich überhaupt 70 Euro für ein Videospiel bezahlen, wenn ich am Ende sowieso nur verarscht werde. Außerdem gibt es heutzutage so viele kostenlose Spiele, die wahrscheinlich auch noch besser sind. Was meint ihr, bewegen wir uns langsam aber sicher auf einen neuen Videogame-Crash zu? Wer weiß. Ich glaube schon. Auf der anderen Seite erkennen Entwicklerstudios zumindest in, dass sie sich nicht einfach alles erlauben können. Zumindest in verschiedenen Branchen oder in verschiedenen Videospielbereichen. Das ist so zu AAA-Sachen, die jetzt dann langsam schwierig werden oder ja, immer dasselbe kommt, ne? Ich glaube, dass das schwierig wird jetzt langsam, irgendwann. Nicht jetzt und nicht die nächsten Jahre, aber bald. Dann gibt es noch die Indie-Games und viele von denen sind wirklich unendlich kreativ und innovativ. Vielleicht sind die Indie-Games ja unsere Retter, weil der Einsatz an Kreativität da wesentlich höher ist, meiner Meinung nach. Doch nun zu der eigentlichen Frage, sind Videospiele über die Zeit schlechter geworden? Ist super schwierig zu sagen. Ich persönlich würde sagen, ja. Ich würde es aber auch verstehen, wenn Leute sagen, nee. Schreibt das mal unten rein. Ich glaube, die waren... Ich sage nee. Also sie sind nicht schlechter geworden. Es ist schwieriger geworden, sich für neue Spiele zu entscheiden. Weil viele halt immer alles das Gleiche ist oder... Na, es ist schwer sozusagen oder nicht gut rüberkommt, was das Spiel eigentlich macht oder was man da machen soll. Aber ich finde, die Spiele an sich sind nicht schlechter geworden, es ist nur schwerer geworden, sich für ein Spiel zu entscheiden, na, oder ein gutes Spiel für sich zu finden. Annehmung kann da sehr subjektiv sein. Außerdem spielt Nostalgie natürlich auch eine Rolle. Damals hatte man zum einen eine viel kleinere Spielebibliothek. Also wenn man sich ein Spiel gekauft hat, dann musste man sich damit auseinandersetzen. Zudem hat man als Kind da natürlich viel mehr Zeit für. Als heutzutage, zumindest in meinem Falle. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Real Talk. Bye! Tschüss. Ja, schaut auf jeden Fall auch vorbei. Originallink auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Hier sehe ich gerade, dass wir ein Gönnergy-Video haben. Das erwartet euch natürlich hier bei uns auch noch. Wird aber noch ein bisschen dauern. Oder beziehungsweise, was heißt ein bisschen dauern? Ich muss mal schauen, wann ich es mache und wann ich es dann raushau. Aber es kommt auf jeden Fall auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.